Hallo, hier sind Katrin Schäfer und Daniel Roth von Bewegt, Vegan, Leben und Laufen. In diesem Video zeigen wir dir, wie du mit 5 einfachen Tipps mehr Bewegung in deinen Alltag bekommst. Ja, und weil Bewegung hungrig macht, haben wir am Ende auch noch ein Rezept für einen leckeren und wärmenden Eintopf mit Grünkohl für dich. Grünkohl ist unser Veggie des Monats im November. Also bleib dran, gleich nach dem Intro geht's los. Ja, so langsam fängt die Zeit an, in der wir uns wieder mehr in geschlossenen Räumen aufhalten und uns deswegen ganz automatisch weniger bewegen. Aber trotzdem solltest du das Thema Bewegung gerade jetzt in dieser kalten und dunklen Jahreszeit auf keinen Fall vernachlässigen. Regelmäßige Bewegung stärkt nämlich dein Immunsystem und ist die beste kostenlose Medizin gegen Übergewicht, Bluthochdruck, Rückenschmerzen, Schlafstörungen und andere Zivilisationskrankheiten. Wenn du bei Bewegung direkt an intensiven Ausdauersport oder schweißtreibende Einheiten im Fitnessstudio denkst, dann können wir dich übrigens beruhigen. Wir sprechen heute nämlich nicht über Sport, sondern über die ganz alltäglichen Bewegungen, für die du dich nicht mal umziehen musst. Wir haben insgesamt 5 Tipps für dich, mit denen du sofort mehr Bewegung in dein Leben bringen kannst. Unser Tipp Nummer 1. Starte mit einem kleinen Bewegungsprogramm in deinen Tag und nimm dir direkt nach dem Aufstehen 5 Minuten Zeit für eine ganz simple Bewegungsroutine. Lass deinen Kopf langsam von rechts nach links und zurück kreisen. Bewege deine Arme in Form einer 8, um deine Schultergelenke zu mobilisieren. Geh in die Vorbeuge und lass deinen Oberkörper schwer nach unten hängen. Und dehne die Körpervorderseite, indem du deine Hände auf den unteren Rücken legst, dein Becken nach vorne schiebst und deinen Oberkörper nach hinten beugst. Unser Tipp Nummer 2, nimm jede Treppe mit, die du kriegen kannst. Wenn du kein schweres Gepäck zu tragen hast und gesund bist, dann gibt es absolut keinen Grund, den Aufzug oder die Rolltreppe zu benutzen. Gewöhne dir an, ab sofort immer die Treppe zu nehmen. Oft bist du sogar schneller oben als die Menschen, die erst auf den Aufzug warten müssen. Unser dritter Tipp lautet, telefoniere so oft es geht im Stehen. Besonders, wenn es um berufliche Telefonate geht. Gewöhne dir zum Beispiel an, bei jedem Telefonat, das du tagsüber führst, aufzustehen. So hast du beim Arbeiten am PC ganz automatisch einen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen. Unser Tipp Nummer 4, geh immer mal wieder in die tiefe Hocke. Ja, als Kinder konnten wir alle ohne Probleme in die tiefe Hocke gehen, aber als Erwachsenen geht uns irgendwann die Flexibilität im Hüft- und Fußgelenk verloren. Wenn du jahrelang nicht mehr in der tiefen Hocke gesessen hast, wird es höchste Zeit, diese natürliche Körperposition neu zu lernen. Du kannst dir zum Beispiel vornehmen, ab sofort immer in die tiefe Hocke zu gehen, wenn du in Facebook oder Instagram reinschauen willst. Und wenn du es noch nicht schaffst, beim Hocken mit den Fersen auf dem Boden zu bleiben, dann kannst du dich am Anfang zum Beispiel auch an einem Tischbein festhalten, um dich nach und nach ranzutasten. Und hier kommt unser 5. und letzter Tipp für dich. Baue kurze Spaziergänge in deinen Tagesablauf ein. Steige zum Beispiel schon eine Station früher aus dem Bus aus und laufe das letzte Stück bis zu deinem Ziel. Oder mache direkt nach dem Aufstehen, in deiner Mittagspause oder nach dem Abendessen einen kleinen Spaziergang um den Block. Du wirst dich wundern, wie viele zusätzliche Schritte auf diese Weise über die Woche, den Monat und das Jahr zusammenkommen. Ja, das waren unsere 5 Tipps für mehr Bewegung im Alltag. Unsere Empfehlung ist, dass du dir direkt für heute einen ersten Tipp raussuchst, den du in deinen Alltag integrieren möchtest. Und in ein paar Tagen kommt dann der nächste Tipp dran, bis du alle 5 Tipps zu Gewohnheiten gemacht hast. Und wenn du dich für deine neuen Bewegungsgewohnheiten belohnen möchtest, dann schau doch mal auf dem Blog fürs Leben der BKK ProVita vorbei. Dort findest du nämlich unser neues Rezept für einen herrlich wärmenden, saisonalen Grünkohleintopf. Wir wünschen dir viel Spaß beim Kochen und natürlich beim Bewegen.